Ich bin sehr erleichtert, dass von diesem Attentäter keine Gefahr mehr ausgeht. Die Ermittler des Bundeskriminalamts stehen in engstem Kontakt mit ihren italienischen Kollegen. Ein spezielles Team des BKA wird heute noch in Italien eintreffen. Mein italienischer Kollege hat mir jede erdenkliche Form von Zusammenarbeit zugesagt. Ich danke allen Beteiligten für diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit dem Fahndungserfolg hat sich leider die terroristische Bedrohungslage für Deutschland nicht verändert. Sie bleibt hoch. Die Sicherheitsbehörden bleiben wachsam. Das zeigt sich auch an den Festnahmen in den letzten Tagen. Jetzt, nachdem dieser Terrorist keine Bedrohung mehr darstellt, jetzt ist auch die Zeit gekommen, um über Konsequenzen zu reden. Wir werden die genauen Abläufe dieses Falles mit den Verantwortlichen im Detail besprechen. Ich verweise aber unter anderem auf meinen bereits längst vorliegenden Gesetzentwurf zur Abschiebehaft bei ausreisepflichtigen Gefährdern und zur Ausgestaltung der Duldung. Auch darüber hinaus werde ich mir vorbehalten, weitere Vorschläge zu unterbreiten, um Deutschland noch sicherer zu machen.